So, ich sitze hier mit Tim Gehlhausen, dem Godfather of Copywriting. Und Tim, du bist ja vor allen Dingen bekannt und spezialisiert auf den B2C-Markt. Ja? Also Direktmarketing für verschiedenste Produkte, die direkt den Endkonsumenten ansprechen. Wir fokussieren ja hier sehr auf B2B, aber ich bin fest davon überzeugt, dass sehr, sehr viele Methodiken und Techniken aus dem B2C-Markt sich super gut auch im B2B anwenden lassen und dass das eigentlich noch viel zu wenige Unternehmen im B2B wirklich nutzen und tun. So, pass auf. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir jetzt hier eine kleine spontane Folge aufnehmen. Wir sitzen hier gerade übrigens auf Koh Phangan in Thailand und haben jetzt hier die letzten 10 Tage auf so einer Unternehmer-Mastermind miteinander verbracht mit insgesamt 40 Online-Unternehmern. Und ich will dir jetzt 3 übliche Herausforderungen nennen, die unsere Kunden oder Interessenten häufig im B2B-Marketing so haben. Und du haust einfach 1-2 Kniffe raus, wo du denkst, dass die sich auch im B2B gut anwenden lassen könnten, weil du halt weißt, dass das im B2C zum Beispiel gut wirkt. Herausforderung Nummer 1 ist es häufig, dass die Lead-Preise zu teuer sind. Also wir wollen günstigere Cost per Lead. Relativ weit oben im Funnel. Erstmal sozusagen grüne Bananen. Das müssen jetzt noch nicht sofort Leads sein, die auch sofort am nächsten Tag anklopfen und sagen, schönen guten Tag, ich will jetzt gerne kaufen. Aber um überhaupt erstmal Zielgruppenbesitz aufzubauen, die Kontaktliste aufzubauen. Was kann ich tun, um meine Cost per Lead zu senken? Ja. Kommt auch ein bisschen auf das, die Werbeplattform an. Aber ein Fehler, den ich häufig beobachte, ist, dass schon zu früh über Probleme und das Produkt gesprochen wird, statt über ganz konkrete Symptome und Schmerzpunkte, also in den Werbeanzeigen selbst. Und mal ein Extrembeispiel zu machen, das habe ich häufig mal bei Softwareunternehmen gehört, die einfach nur quasi ihr Produkt kurz bewerben und sagen, klicken Sie hier für irgendeinen Vorteil. Ja. Ist auch schön, ist auch gut, aber da holt man die Leute noch, die Leute haben vielleicht noch gar nicht das Bewusstsein für dieses Produkt, was es mir überhaupt bringt. Das heißt, man muss sie im Vorfeld abholen in den Werbetexten, auch in den Werbetexten und den Anzeigentexten über Schmerzpunkte und Symptome. Und eine gute Frage, die man sich da stellen darf, ist, was nervt meine Zielgruppe im Alltag? Was nervt sie? Und die Antwort auf diese Frage gibt dann Aufschluss darüber, was Symptome, Herausforderungen und Schmerzpunkte sind, für die die Zielgruppe eben noch ein Bewusstsein hat. So, wenn man die anspricht in Werbeanzeigentexten, resonieren die Texte in der Regel mit viel, viel mehr Menschen aus der Zielgruppe. Viel mehr Menschen klicken drauf, landen auf Landingpages und tragen es dann in der Regel auch ein. Das hatte ich schon ein paar Mal miterlebt, dass ich das viel stärker fokussiert habe, ganz konkrete Schmerzpunkte neben der Zielgruppe und dann viel mehr Klicks entstanden sind. Und würdest du dann, also wenn du jetzt zum Beispiel die Hook eröffnest mit einem Schmerzpunkt, mit einem Symptom, was nervt meine Zielgruppe, würdest du dann im Verlauf des Werbetextes schon in Richtung Problem- und Lösungsbewusstsein gehen, um dann eben natürlich auch zum Beispiel zur Eintragung, zum Herunterladen eines Lead-Magneten etc. hinzuleiten? Oder würdest du erstmal voll auf der Symptombewusstseinsebene bleiben und damit direkt sozusagen die Lead-Opt-in-Conversion herstellen? Genau wie du sagst, du fängst bei den Symptomen an, sprichst die an, um die Leute neugierig zu machen, begründest dann, woher diese Symptome kommen, was das Problem eigentlich ist und offerierst dann eine Lösung für dieses Problem. Ja, also du gehst in diesen Bewusstseinsstufen konkret durch. Mir fällt auch übrigens gerade ganz spontan ein Beispiel ein, das hast du mir mal gesagt. Jetzt hier vor ein paar Tagen, da hast du gesagt, bei häufigen B2B ist es so, dass die Sales-Mitarbeiter, die Sales-Abteilung zur Marketing-Abteilung geht und sagt, Leute, was soll das? Die Leads sind nicht gut genug. Genau. Ja, wir kriegen die nicht abgeschlossen. Und das ist ein ganz typisches, das meine ich, das ist ein Symptom, das nervt die Zielgruppe im Alltag. Ja? So könnte man wunderbar eine Werbeanzeige einsteigen, weil das super spezifisch ist und die Leute perfekt abholt. Ja? Das wäre sowas. Und dann kannst du begründen, hey, das liegt vielleicht daran, dass ihr, dass eure Lead-Magneten die Zielgruppe gar nicht richtig auswählen. Deshalb kommen bei den, kommt bei den Sales-Abteilungen nicht auch nicht die passenden Qualifikationen, die passenden Kunden an. Ja. Ja, und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du einen perfekten Lead-Magneten erstellst, dann lade ich auch mal das hier runter beispielsweise. Das wäre jetzt mal so ganz spontan sowas gesprochen. Ja. Damit hast du auch direkt schon das nächste Thema aufgemacht. Das ist dann nämlich ja häufig das Folgeproblem. Das wäre auch hier genau meine nächste Frage gewesen. Wir kriegen jetzt irgendwie Leads rein, Cost per Lead sieht vernünftig aus. Und dann stellen wir häufig erstmal fest, ein Drittel, vielleicht sogar manchmal die Hälfte von den Leads, die wir da jetzt gerade akquirieren, die passen gar nicht. Lead-Qualität ist noch zu schlecht. So, was ist ein Kniff oder 2 oder 3,
aus dem B2C-Markt, die du anwenden würdest, um die Lead-Qualität zu erhöhen, ja, die man vielleicht so oder so ähnlich auch im B2B-Markt anwenden kann. Ja, da fallen mir jetzt gerade zwei Ideen ein. Also gehen wir erst auf die erste. Mhm. Und zwar wäre das ganze Thema Nurturing, die Zielgruppe, die Leads zu besseren Leads quasi selbst hin zu nurturen, also ja, mit Content-Marketing zu machen. Ja. Da muss man sich vielleicht ein Bild vorstellen. Es ist ja so, ein Kunde, damit er nachher kauft, ein Interessent, der braucht eigentlich nur eine bestimmte Menge an Informationen, mhm, um nachher zu kaufen. Das heißt, mhm, wer sind die Leute, die mir da was verkaufen wollen? Was habe ich am Ende des Tages davon? Mhm. Ich habe diesen Einwand, bleibt der bestehen? Also wir brauchen einfach eine bestimmte Menge an Informationen. Manche brauchen mehr, manche brauchen weniger. Mhm. Und da kann man natürlich einerseits, um die Qualität zu erhöhen, das Nurturing selber machen, mit E-Mail-Kampagnen wertvollen Content liefern, mhm, und nachher nach und nach dieser Inhalt, diese Informationen den Personen geliefert werden. Mhm. Und dann werden vielleicht auch aus grünen Bananen oder die erstmal vielleicht nicht nach den perfekten Leads aussehen, werden nachher schöne reife Bananen, die man, mhm, nachher selber halt hinzüchten kann, mhm, quasi. Mhm. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, dass man natürlich im Vorfeld viel stärker qualifiziert. Mhm. Also beim Copyright ist es häufig so, dass man sagt, klar, kürzere Texte, mhm, die sorgen für mehr Klicks, ja, mhm, aber und auch potenziell für mehr Eintragungen, ja, weil die Hürde nicht so hoch ist. Ja. Aber dann hast du nachher das Problem, du kriegst auch mehr unqualifizierte Leads. Ja. Ich bin tatsächlich auch eher ein Freund davon, längere Texte zu schreiben, ja, und dadurch eben sich auch die Leute zu holen, die bereit sind, diese Texte durchzulesen, ja, die umso mehr damit resonieren und dadurch die Leadqualität steigt. Muss man immer die Erwartungshaltung schüren, wenn man im Vorfeld besser qualifiziert, dann gehen die Klick- und Leadpreise auch etwas hoch, ja, aber du hast nachher das viel mehr qualifizierte Kundenanfragen. Ja? Wenn man, kann man sich so merken, je mehr Hürden man quasi einbaut bei dem Bewerbungsprozess, desto besser ist auch die Leadqualität. Ja. Ja? Wenn man sich mehr Sachen durchlesen muss, wenn man vielleicht sogar noch einen Fragebogen ausfüllen muss oder dergleichen, dann landen weniger, aber auch hochqualitativere Leads bei dir. Verstanden. Cool, dankeschön. So, perfekt. Jetzt haben wir genau das getan. Wir haben die richtigen Leads zu uns geführt. Wir haben auch aus mehr der Leads, die wir gewonnen haben, schon leicht reifere Bananen gemacht. Aber jetzt wollen wir natürlich wirklich starke Demand Generation machen. Jetzt wollen wir auch weiter unten im Funnel viele reife Bananen erhalten. Wir wollen Verkaufsgelegenheiten erhalten. Wir wollen starke Nachfrage, Vertrauen, Beziehung aufbauen. Also im Prinzip das Thema Nurturing, richtig, richtig meistern, das, was du gerade schon angesprochen hast. Was gibt es da noch so für Techniken, für Methoden, um wirklich sehr, sehr, sehr tiefes Vertrauen, Nachfrage, das Nähren der Beziehung auf die Spitze zu treiben? Ja. Also ich gehe quasi erstmal mental so einen Schritt zurück. Mhm. Stelle ich mir das auch wirklich vor. Und sag auch so gerne, ich ziehe jetzt mal die Kundenbrille auf. Ja. Das heißt, ich denke jetzt gar nicht von dem Produkt aus, das ich verkaufen möchte, sondern versetze mich mal wirklich ganz aktiv in den Kopf des Kunden. Was geht ihm gerade durch den Kopf? Was für Probleme hat diese Person? Was beschäftigt diese Person vielleicht gerade? Mhm. Und ich versuche dann, meinen Content eben auch so aufzubauen, wie ich vorhin sagte, diese Person, der Person quasi die Informationen zu liefern, die sie braucht, noch später zu kaufen. Mhm. Ja, das kann man alles machen, theoretisch im Beratungsgespräch, dass man irgendwie so einen kalten Kontakt, hast so ein langes, mhm, Gespräch, muss dann währenddessen viele Informationen liefern über das Produkt und dergleichen. Ja. Aber wenn du es schaffst, das Ganze ja schon im Vorfeld durch deinen Content zu erzeugen, auch, mhm, Vertrauen, dann hast du nachher ein viel angenehmeres Beratungsgespräch, weil diese Person, mhm, die ganze Information schnappt. Also, mhm, überleg mir tatsächlich im Vorfeld, okay, wen habe ich jetzt gerade akquiriert? Wer ist, ja, gerade in meiner E-Mail-Liste beispielsweise, ja, gelandet? Welche Informationen benötigt diese Person, um später guten Gewissens bei mir kaufen zu wollen? Ja. Und dann stimme ich meinen Content quasi auch daraufhin ab, um diese Informationen zu liefern. Mhm. Und dann hast du nach am Ende des Tages einen optimal qualifizierten Lead, der gerne auch bei dir kauft. Ne? Ja. Versuche also quasi vieles, was im Beratungsgespräch normalerweise stattfindet, im Vorfeld zu liefern. Ich fand das, dieses Bild ganz schön. Jede Person braucht eigentlich nur eine bestimmte Menge an Informationen, um später zu kaufen. Ja. Häufig wird das halt im Beratungsgespräch dann alles, ja, gemacht. Ist aber dann immer sehr komprimiert, sehr schnell, muss schnell eine Entscheidung treffen. Aber wenn die Person im Vorfeld schon über E-Mails, Videos und dergleichen diese Informationen erhält, ist sie, ja, viel kaufbereiter, mhm, viel höhere Abschlussquote. Mhm. Und eine Sache vielleicht noch, Menschen konsumieren Content auf unterschiedliche Art und Weise oder verschiedene, ja, Content-Formate. Ja. Mal ist es ein Video gerne, manche Menschen konsumieren vielleicht auch gerne Textbeiträge. Und deshalb versuche ich auch diesen Content in vielen verschiedenen Arten bereitzustellen, damit diese, mhm, Informationen geliefert werden können. Mhm. Mhm. Hast du noch einen Tipp für mich, wie ich schneller und einfacher herausfinden kann, was genau die Fragen sein könnten, die die Person
sich stellt, die in ihrem Kopf vorgeht, sodass ich dann auch Content produzieren kann, der zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit schon genau in die richtige Richtung zielt und schon den Nagel auf den Kopf trifft. Ja, das wären beispielsweise Fragen, wie ich vorhin sagte, was nervt die Personen gerade derzeit? Woran würden Sie erkennen, dass Sie Fortschritt machen bei Ihrem Problem? Das ist auch mal eine, die Antwort auf diese Frage ist auch mal sehr interessant. Woran würden Sie erkennen, dass Sie Fortschritt machen bei Ihrem Problem? Ich gebe dir mal ein Beispiel aus B2C. Ja. Klassisch, die Person Abnehmprogramm würde erkennen, dass sie Fortschritt macht, wenn sie auf einmal die Gürtel enger schnallen kann. Ja, okay. Das ist sehr spezifisch, das ist immer sehr schön, sowas zu beschreiben. Das kann man sich dann direkt vorleben. Darf man sich auch mal überlegen, woran erkennt meine Zielgruppe, dass sie Fortschritt macht? Sehr, First- oder Second-Order-Konsequenz einbauen. Und so etwas, diese Konsequenz, diese Frage, was macht das, woran erkenne ich den Fortschritt, dazu würdest du dann einfach Content liefern, wo du zum Beispiel genau diese Transformation dann beschreibst? Oder genau. Wie würdest du jetzt mit so einem Content konkret, was würdest du da für Content dann produzieren, sozusagen diese Konsequenz zu verarbeiten? Du kannst zum Beispiel eine Anleitung dazu erstellen mit 3 Tipps, 5 Wege und so weiter, dieses Ziel zu erreichen. Das Ziel darf dann gerne sehr spezifisch sein. Ja. Und das wird es eben, wenn du diese Frage beantwortest. Anderer Content, der aber auch immer sehr interessant ist, das sind einfach Case Studies, weil die Kunden dann auch wirklich durchleben können, eine Transformation mit deinem Produkt. Mhm. Wo warst du vorher? Wo wolltest du hin? Welche Maßnahmen haben wir ergriffen, dahin zu kommen? Ja, damit man es nachvollziehen kann. Dann denkt man sich auch, wenn man das sieht, könnten wir vielleicht auch machen. Mhm. Das funktioniert gut. Mhm. Und eine Sache, die noch sehr, sehr wichtig ist, ist, versuche durch meinen Content nicht nur quasi Bedarf zu schüren, einerseits, aber eben andererseits auch Kaufeinwände aktiv zu entkräften. Kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so ein Ziegelklotz, der auf dem Bremspedal liegt, den kannst du davon erstmal lösen. Du kannst super viel Gas geben, Leute super viel Verlangen in denen quasi wecken, aber solange halt dieser Bremsklotz da drauf liegt, der wiegt immer schwerer. Genau, der wiegt als das Gas. Schwerer. Das heißt, du musst Mythen aktiv entkräften, überlegen, was für Einwände könnte meine Zielgruppe haben, was sind Ja-Abers im Kopf meiner Zielgruppe. Mhm. Ja, hätten wir alles gerne, aber. Also praktisch überhaupt den Weg erstmal frei machen. Genau, den Weg frei machen. Gar nicht versuchen, den Weg schon zu bauen, sondern erstmal überhaupt die Roadblocks zu entfernen. Genau, diese Roadblocks zu entfernen, das ist Content, der sehr, sehr viel Kaufinteresse weckt. Okay, einfach diesen Bremsschluss entfernen, zum Beispiel, dass man sagt, hey, du brauchst nicht X, Y, Z, um Wunschergebnis zu erreichen. Mhm. Hier ist die Erklärung, warum. Das man so grob erklärt. Ne? Ja. Daran zum Beispiel Content. Und dann, ich möchte die Zielgruppe immer mehr zu einem Aha-Erlebnis führen. Ich brauche keine Angst vor der Technik zu haben. Ja. Ich brauche gar keine Angst, die vor zu haben. Ja. Oh, ich bin gar nicht zu alt. Das geht auch für unsere Branche. Ja. Habe ich erkannt, weil solange solche Ja-Abers im Kopf der Zielgruppe herrschen, werden sie nicht kaufen. Das ist der Ziegelschein auf der Bremse. Verstanden. Sehr schön. Dann machen wir jetzt noch einen letzten Plus 1. Sehr gerne. Und zwar den letzten Kick. So, da kann das jetzt natürlich sehr stark sein, dass sich das zwischen B2C und B2B nochmal sehr stark unterscheidet. Im B2B natürlich arbeitet man dann mit Sales-Gesprächen, Verkaufsgesprächen etc. pp. Da ist ein sehr viel persönlicher Kontakt. Im B2C häufig natürlich über eine Sales-Page, Landing-Page. Die Leute kaufen einfach per Button, per Einkaufswagen und checken out sozusagen. Aber ich denke mal, die Psychologie, den letzten Kick zu geben, wirklich den letzten Roadblock aus dem Weg zu räumen, sodass die Leute ins Ziel reinrollen können und wirklich sagen, yo, jetzt entweder kaufe ich oder yo, jetzt spreche ich mit denen, weil ich weiß, dass die mir höchstwahrscheinlich helfen können und ich nehme jetzt Kontakt mit denen auf. Was sind so Psychologien, die ganz kurz davor im Kopf eines Kunden vorgehen, die nochmal so den letzten Stupser über die Ziellinie geben? Einerseits ist ganz viel Sicherheit zu kommunizieren. Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Gerne nochmal in so einen Kunden hineinversetzen. Mhm. Ja, er ist jetzt kurz davor, hat vielleicht viele Informationen und denkt, wäre alles schon schön, ich würde mal gerne Beratungsgespräch führen. Und in diesem Moment kommen noch ganz viele nochmal so Ja-Abers und Fragen auf. Also was ich immer gerne mache, ist in der Nähe dann so häufig gestellte Fragen zu beantworten oder mich nochmal in den Kunden hineinzuversetzen. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Das war ein Kunde von mir, ist Paartherapeut, hat ein Online-Coaching-Programm entwickelt und quasi für Online-Eheberatung. Ja. Und er hat zum Beispiel gesagt, hat danach immer Kunden interviewt und die haben häufig gesagt, überwiegend weiblich, die Frauen stoßen es in der Regel an und sagen dann, ich hatte echt lange gezögert, mich bei dir zu bewerben, auf so ein Beratungsgespräch mal, das so eins zu buchen, weil ich wusste, mein Mann macht da sowieso nicht mit. Mhm. Und das ist so ein ganz großer Einwand, der kurz vor dem Buchen aufkommt. Ja. Und deshalb haben wir dann zum Beispiel nachher auf die Landingpage draufgeschrieben,
dass ihm was man halt machen kann, wie du das Thema bei deinem Mann auf den Tisch bringen kannst. Oder quasi übertragen im B2B, wie du das Thema bei deinem Chef auf genau, den Tisch bringen kannst. Ja, wirklich, genau. Ja. Weil du musst die Leute dann quasi, ja, haben das quasi so diese Metapher genommen, du willst sie damit bewaffnen, dieses Einwände genau, selbst lösen genau zu können. Ja? Ja. Und sagen kannst, hey, übrigens, ja, das kannst du deinem Chef sagen, ja, wie du das bei deinem Chef ja gegenüber verargumentierst, ja, zum Beispiel. Das macht man ganz häufig. Also darf man sich gerne nochmal in den Kopf des Kunden mhm versetzen, was geht ihm vielleicht gerade durch den Kopf? Was könnte ich noch davon abhalten, jetzt hier zu buchen? Das heißt, häufig gestellte Fragen beantworten und vielleicht einfach mal ein Kundeninterview. Da stellen wir die Frage auch immer häufig bei Kunden, was hat sich vielleicht zögern lassen, mhm, ja, zu investieren? Ja, das okay machen wir bei bestehenden Kunden. Ja. Und da kriegt man eben sowas auch mal heraus. Ja. Weil das Problem ist ja, solche Informationen kriegst du ja nicht, ja, in der ja Regel nicht, wenn du ja danach fragst, weil das sagt ihr ja nicht. Nee, genau. Ja. Ja. Das machen wir ganz häufig. Und sonst kurz vor einer Buchung ist auch immer einfach das Gefühl wichtig, Sicherheit zu vermitteln. Mhm. Ja? Beim Copywriting sagt man Risk Reduction, also wenig Risiko, oder Risiko so wenig wie viel Risiko wegnimmt, so ist richtig. Ja? Das heißt, wenn es jetzt ganz klassisch B2C wäre, ist jetzt irgendwie eine Geld-Zurück-Garantie. Ja. Oder irgendwie eine, es könnte eine Beratungsgarantie sein. Ja? Mhm. Falls Ergebnis X im Zeitraum Y nicht erreicht worden ist, dann garantieren wir, wir arbeiten 1:1 mit euch weiter, bis das erreicht wurde. Mhm. Dergleichen. Ja. Also viel Risk-Management, wie man so schön kurz vorher. Hammer. Tim Gehlhausen hier, mein Homie für Conversion und ja, Revenue-Optimierung dadurch ja am Ende, ne? Ja, Copywriting. Wo findet man dich? Vielen Dank, Michael, erstmal gerne auf Instagram, timgehlhausen.de oder auch einfach auf www.timgehlhausen.de, G-E-L-Hausen. Sehr geil, danke dir, bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss.